Bauer sucht Frau, Anna Heiser hat Angst ob, aus überraschendem Grund. Anna Heiser, 32, graut vor dem kommenden Freitag. Die zweifache Mutter wird am 24. März am Kiefer operiert. Doch es ist weniger die Sorge vor dem Eingriff, die den Bauer sucht Frau Star beschäftigt. Vielmehr kreisen Annas Gedanken um ihre zwei kleinen Kinder Leon und Alina. Am Freitag findet meine Kiefer-OP statt. Ich gebe zu, ich habe Angst. Aber keine Angst vor Schmerzen, ich habe Angst, so lange ohne meine Kinder zu sein. Teilt sie ihre Gedanken mit ihrer Instagram-Community und erklärt, ich weiß es nicht. Ob es wirklich die Angst davor ist, ob meine beiden Räuber gut versorgt werden oder vielleicht doch Angst vor dem, was ich mir selbst nicht gestehen möchte. Angst davor, nicht mehr gebraucht zu werden, sick. Auch wenn vielleicht nicht alle ihre Sorge nachvollziehen könnten oder sie als Drama Queen bezeichneten, wolle sie ihre tiefsten Gedanken mit ihren FollowerInnen teilen. Vom Anfang an. Als ich die kieferorthopädische Behandlung angefangen habe, wusste ich, dass ich diese OP aus medizinischen Gründen machen muss, sick. Schreibt die 32-Jährige zu einem Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihren beiden Kindern zeigt. Dennoch gibt sie sich positiv, also Augen zu und durch. Gerald und Doris werden Leon und Alina gut versorgen und ich hoffe möglichst schnell mich zu erholen, um dann für sie da zu sein, sick. Vor knapp 5 Wochen konnten ZuschauerInnen aufatmen, auf Anfrage von Sportbild erklärte die ARD, dass Alexander Bommes, 47, bald wieder bei der Sportschau zu sehen sein werde. Zuvor musste der beliebte Moderator gesundheitsbedingt erst die Fußball-WM in Katar im Dezember 2022 absagen und dann seine Teilnahme an der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Die Sorge wuchs, um welche gesundheitlichen Beschwerden es sich handelt, ist weiterhin nicht bekannt. Auch am Samstag, 18. März, als Bommes sein TV-Comeback in der Sportschau im Ersten feierte, kommentiere er seine monatelange Zwangspause nicht, moderierte aber wie gewohnt souverän. Zuvor gab er gegenüber Bild lediglich als Grund einer Reihe von Infekten an. Nach seiner Handball-WM-Absage ließ Alexander Bommes über die ARD mitteilen, nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen mussten, will ich die weitere Genesung abschließen. Nun ist der gefragt, gejagt Moderator zurück im TV, in seiner gewohnt alten Form. Die Fernsehnews der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Bild, ARD Sportschau, Instagram.com. Geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.